Hallo Leute, in diesem Video möchte ich ein kurzes Wort von Gottlob Frege bringen, das aber sehr aufschlussreich ist und einen guten Einblick bietet, ja fast schon in das Programm der analytischen Philosophie, aber auch in das Denken vor allem von Gottlob Frege. Und zwar stammt dieser Begriff, dieser Ausspruch aus seiner Begriffsschrift. Was sagt Gottlob Frege darin? Es ist, zitiere es mal frei vom Kopf her, auswendig, also nicht wortwörtlich, es sei eine Aufgabe der Philosophie, die Herrschaft des Wortes über den menschlichen Geist zu brechen. Was meint er damit? Es ist eine Aufgabe der Philosophie, die Herrschaft des menschlichen, des Wortes über den menschlichen Geist zu brechen. Was heißt das? Oder worauf deutet das hin? Es ist deshalb so interessant, weil Frege jetzt schon in dieser Schrift darauf Bezug nimmt, was auch später dann im 20. Jahrhundert immer öfters kommt, nämlich die Bedeutung der Sprache für, siehe Wittgenstein, für die Philosophie. Denn es ist ja nicht so, dass wir einfach so reden, etwas erklären und dann entsteht daraus Philosophie, Wahrheit. Wir müssen das Reden selber schon analysieren. Indem ich ein Wort benutze, in irgendeiner Sprache, habe ich ja automatisch damit schon eine gewisse Welthaltung, eine gewisse Konnotation dazu. Ich impliziere damit sehr viel. Das Wort ist ja nichts Neutrales, ist ja nichts, was absolut dasteht wie eine Zahl oder ähnliches, sondern das Wort ist schon geprägt durch Kultur, Geschichte, die ganze Sprache, wir implizieren damit wahnsinnig viel und es kann unter Umständen die Beziehungen zwischen den Begriffen, die wir mit Worten beschreiben, schon verfälschen. Und diese Wirkung des Wortes, die muss die Philosophie aufdecken. Die Philosophie muss aufdecken, dass wir nicht einfach so sprechen können. So harmlos, naiv über irgendetwas, sondern dass wir unsere Worte schon in Frage stellen müssen und sehen müssen, dass wir eventuell eine bessere Basis finden, um die Beziehungen zwischen Begriffen zu beschreiben. Dass die Worte zumindest analysiert werden müssen. Wenn wir sie gebrauchen, müssen wir aber wissen, dass Worte nicht neutral sind. Das ist der Kern. Wenn Frege sagt, Philosophie, die Aufgabe der Philosophie sei es, die Herrschaft des Wortes über den menschlichen Geist zu brechen. Es ist etwas, was im Grunde dann im 20. Jahrhundert ganz stark in der analytischen Philosophie wiederkam und wo verschiedene Denker dann verschiedene Schlüsse daraus gezogen haben. Aber ich finde auch ganz vernünftig, und es ist ja auch immer zu beobachten in der Geschichte, dass der Philosophie das das Wort, das Sprechen über Philosophie immer schon auch den Gegenstand prägt, die Beschreibungen prägt. Das Wort ist nichts Neutrales, das Wort ist nichts, was wir einfach so neutral, naiv benutzen können, sondern wir müssen unsere Sprache hinterfragen. Das ist ein kurzer Gedanke von Gottlob Frege, aber ich finde ein sehr wichtiger und zentraler Gedanke in seiner Philosophie und generell für jede Philosophie. Und das ja auch, solltet ihr euch merken, auch für alle philosophischen Texte und Beschreibungen, wir drücken es in Worten aus. Und Worte sind nicht einfach Fakt für sich stehend und neutral und wie auch immer, sondern auch die muss man hinterfragen. Und Philosophie hat dort auch seine Begrenzung, wo sie sich in Worten ausdrückt. Und zum Teil, manche sagen, wo sie sich in bestimmten Begriffen ausdrückt. Das ist immer etwas, was man sich neu erarbeiten muss. Ich hoffe, ich konnte es etwas umschreibend erklären, warum es sich dreht bei Frege in diesem Punkt. Fragen gerne im Kommentarbereich des Videos. Aber bitte zu diesem Thema nicht zu Gottlob Frege insgesamt. Bin ja auch kein Mathematiker. und freue mich über Likes des Videos, abonniert unseren Kanal und sage, bleibt dran. Bis zum nächsten Mal.